Wir sind in dem Land der zwei Flüsse, dort, wo sich der Tor und der Torridge träge durch North Devonshire binden. Hier beginnt die seltsame Geschichte von Tarka, dem Otter. An dieser Stelle, an der die Kanalbrücke den Torridge überspannt, sind die Tiere zu finden, die zur Welt von Tarka, dem Otter, gehören. Jeden Abend flog Old Nog, der weiseste Reiher dieser Gegend, hierher, um Fische für seinen Lebensunterhalt aufzuspießen. Im rechten Bogen der Brücke, auf der einmal ein Kanal über den Fluss getragen wurde, hauste Eldridge, die weiße Eule. Während des Tages stand sie zwischen Mäuseknochen und Schädeln und beobachtete den Fluss. Seit Generationen war die trockene Höhle hinter dem Wurzelgeflecht der Schlafplatz von Ottern. Instinktiv war das Otterweibchen an seinen Geburtsplatz zurückgekehrt, um sich ein besonders weiches Lager aus Eichenblättern und Schilf zu machen. Der hohle Baum, den sich Eule und Otter teilten, wurde Eulenbau genannt. Das Otterweibchen beobachtete die Eule nicht weiter. Es konzentrierte sich darauf, Feinde zu entdecken. Entlang des Flusses hängt ein Geruch in der Luft, den alle Otter fürchten. Die Witterung von Deadlock. Deadlock war Herr der Meute. In seinen Adern floss Wolfsblut. Er hatte eine unersättliche Gier nach Ottern. Und er war bei jeder Jagd weit vorauszufinden. Ein Weibchen sein, das trächtig ist, Master. Da haben die Hunde schon mal eine Fährte gewittert. Ja, ich erinnere mich. Lass sie zufrieden und kommt weiter flussabwärts. Hol Deadlock raus, Tom. Deadlock, komm, Deadlock. Deadlock, lass das. Lass ihn in Ruhe. So, komm. Los, lauf weiter.
Das Herz des Otterweibchens schlug ruhiger. Es vergisst schnell. Jetzt schliefen die Bienen und Wühlmäuse liefen durch das Gras. Das Otterweibchen machte keine Anstalten, den Bau zu verlassen. Es lag auf der Seite. Es hatte Schmerzen und ein bisschen Angst. Während es darauf wartete zu gebären, drang die Melodie des Flusses besänftigend in den Bau. Jetzt brauchte das Weibchen keinen Trost mehr. Denn eng angeschmiegt an seinen Leib lag ein Köpfchen, das kleiner als einer seiner Pfoten war. Der Name des Jungen war Tarka. Das bedeutet kleiner Wasserwanderer. Die ganze Nacht hatte der blutige Bill Brock, der Dachs, herumgestöbert und gejagt. An seinem wackelnden Lauf erkannte man, dass er hungrig war. Er war immer hungrig. Er fraß alles. Die Ottermutter vergaß ihre Furcht und sie zog Tarka wieder an ihren Körper heran in Sicherheit. Sie legte großen Wert auf Tarkas Sauberkeit und mehrmals in den Tagen und Nächten, als er noch blind und hilflos war, rollte sie sich auf den Rücken, um ihn zu putzen. Eines frühen Morgens, als die aufgehende Sonne den Dunst über dem Fluss silbrig machte, kam das Männchen, mit dem sich Tarkas Mutter vor etwa 9 Wochen gepaart hatte. Es war ihrer Fährte bis zum Bau gefolgt. Thank you.
Jetzt begann ein altes Spiel der Otter. Sich wie ein Korkenzieher im Wasser drehen und seitwärts durch das Wasser rudern. Es beglückte sie und machte sie hungrig. Vor der Geburt des Jungen war die Welt des Otterweibchens eine Wildnis. Doch jetzt lag ihre Welt in den Augen des Erstgeborenen. Es war ein glücklicher Tag, als sich Tarkas Lider öffneten und seine Augen sie anblinzelten. Blau und fragend. Jetzt war er 3 Wochen alt. Tarka fürchtete das Tageslicht draußen vor der Öffnung des Baues nicht. Als er 6 Wochen alt war, äugte er zum ersten Mal neugierig auf die Welt dort draußen. Jetzt wagte sich Tarka jeden Tag weiter fort von dem Bau und lernte etwas Neues. Zum ersten Mal hörte er die uralte Melodie des Flusses. Und er sehnte sich danach, mit dem Wasser Bekanntschaft zu machen. Mai, Juni und Juli waren verstrichen. Die Zeit verging wie Tag und Nacht. Nun war Tarka 3 Monate alt. Er hatte gelernt zu fischen und wachsam zu sein. Tarkas Vater wurde gejagt und er suchte Zuflucht im Otterbau. Musik
Aber die Ottermutter dachte nur daran, Tarka zu beschützen. Darum schnappte sie nach dem Männchen und vertrieb es. Dann hörte Tarka den Ruf, der für die Ottern bedeutet, dass eine Flucht nicht mehr möglich ist. Tally-ho! Flussabwärts! Die Rufe wurden leiser und hörten auf. Dann wurden sie wieder lauter und gingen über in Stille. Tarkas Vater war tot. August und September glitten hinüber in den Oktober. Aus den schaumigen Wassern tauchten silbrige Blitze auf und verschwanden wieder. In der Nacht, als Tarka und seine Mutter dem Lachs zum Ende des Wehrteiches folgten, beunruhigte sie ein verdächtiges Geräusch. Psst, keiner zu sehen. Alles klar? Ja, zünde die Fackel an. Da ist einer. Ja, ich sehe ihn. So, jetzt langsam und ruhig. Was kommt da angeschwommen? Ein Otter. Los, schnell raus mit dem Fisch. Au! Das Biest hat mich gebissen. Ist so laut, sonst haben wir den Flussjäger auf dem Hals. Ah, meine Finger, nicht dein Kopf. Gelb von Esche und Ulme, braun von Eiche, rostbraun von der Kastanie, scharlachrot von Brombeersträuchern trug der Fluss die ersten bunten Blätter des Jahres fort. Thank you.
Das Gewitter scheuchte Aale vom Grund der Teiche und Seen auf, aus Wassergräben und Bächen, wo sie während des Sommers verborgen geschlafen hatten. Es waren die Weibchen, die sich seewärts treiben ließen, in dem Wunsch, zu ihren Laichgebieten jenseits des Atlantiks zu gelangen, in das von Bärentang geschützte Sargassomeer. Die Aale verschlangen die Eier von Lachs und Forelle. Und die Otter verschlangen die Aale. Obwohl Otter die Flüsse von Aalen befreiten, nahmen die Grundbesitzer das nicht zur Kenntnis und verfügten, dass Otter wie Schädlinge zu behandeln seien. Tarka war allein. Ein junges Männchen einer grausamen, aber ständig verfolgten Gattung. Die einzigen Freunde seiner Art, aber aus wenig freundlichen Gründen, waren seine Feinde, die Otterjäger. Solange die Aale auf ihrer Wanderung waren, fand Tarka seine Nahrung leicht. Je mehr er tötete, umso mehr wünschte er zu töten. Und er schwelgte in Aalen, bis seine Zähne müde waren. Als Tarka sein altes Revier verließ, endete seine Kinderzeit. Jetzt war sein Name wahrhaftig passend für sein Leben, denn er wurde ein Wanderer, der keine Heimat hatte. In Biddeford jagte der Lärm des Verkehrs ihm Angst ein.
Doch der Hunger siegte über die Furcht. Was hast du denn da gemacht? Ich habe einfach zu ihm gesagt, wenn du dich noch mal bei mir blicken lässt, kannst du was erleben. Wirklich? Das hast du gesagt? Sechs Stunden später war er an der Mündung, wo sich die beiden Flüsse treffen. Hier, wo die Flüsse ins Meer fließen, entdeckte Targa eine neue Welt. Eine Welt, in der jedes Eckchen und jeder Winkel erforscht werden musste, um die einzigartige Neugier des Otters zu befriedigen. Er probierte das ungewohnte Salzwasser, das seinen Appetit enorm steigerte. Es dauerte nicht lange, bis Targa gelernt hatte, Krebse zu fangen und deren Schalen zu knacken, um an das Fleisch heranzukommen. Am Anfang seines Lebens waren Reiher und Eule seine Freunde gewesen. Jetzt wurde es die Wildgans, die jederzeit wachsam und bereit war, Alarm zu schlagen. Mehr in die Riemen legen! Mach schon, Scheiner! Die Lachsfischer hassten den Otter. Ganz besonders Scheiner, denn seinen Finger hatte Targa vor 2 Monaten gebissen. Na mach schon, Scheiner. Hilf mir mit dem Netz. Siehst du den Otter da draußen, Scheiner? Den schnappen wir uns. Für das Fell gibt's ein paar Schilling. Red nicht so viel. Zieh, Scheiner, damit wir fertig werden. Das Netz der Lachsfischer wurde enger und enger, während die Männer ihren Fang an Land zogen. Los, kräftiger! Targa saß in der Falle. Wir haben ihn! Schnell! Verzweifelt versuchte er, herauszukommen. Hey! Der rückt aus! Nach diesem Erlebnis schwamm Targa dahin, wo die schweren Brecher des Atlantik, gepeitscht von den Dezemberstürmen, unablässig auf die Flussmündung bei St. Sands hämmerten. In den Dünen entdeckte Targa einen Kaninchenbau und machte sich daran, Nahrung zu beschaffen. Da hinten rennt schon eins. Ja.
Kerker hörte Männerstimmen. Vorsichtig äugte er aus dem Bau heraus und entdeckte zwei Kaninchenjäger, die sich näherten. Was wolltest du über den Markt erzählen? Der Fleischer sagt, er kann sie schneller verkaufen, als wir sie fangen. Ah, ja. Das Loch ist gut. Hier habe ich letzte Woche 3 gefangen. In die Tasche, Tom. Ja, ist gut. Und halt dich schussbereit. Worauf du dich verlassen kannst. Der beißende Gestank des Frettchens und das Klingeln des Glöckchens beunruhigten Tarka. Was ist? Sonst kommen die schneller raus. Ich glaube bestimmt, in dem Bau ist keins. Tom! Psst. Hey, schieß nicht auf mich! So ein verdammtes Luder. Hey, Tom! Bist du verrückt? Fall doch nicht hinter den Biest hier, wir sind auf Kaninchen aus. Tarka machte erst Halt, als er den Schutz von Ramshorn Pond erreicht hatte. Eine Meile entfernt. Zum Ärger der Schwäne ging er in deren Teich auf Jagd. Grauer Himmel und ein peitschender Regen kündigten den Beginn des Winters an. Instinktiv begann Tarka, ein warmes Graspolster unter den Büschen zu bauen. Während seiner Wanderungen durch die Bäche in der Nähe des Teiches zog ihn die Witterung eines anderen Otters an. Er hörte das Pfeifen eines Otters und ein Glücksgefühl begann ihn zu erwärmen. Ihr Name war White Tip und sie war genauso alt wie Tarka. Tarka war entzückt von ihr und er verliebte sich auf der Stelle in White Tip. Musik.
Aber ein kräftiger Rivale tauchte auf, der es ebenfalls auf Weittipp abgesehen hatte. Tarka bekam es mit der Angst zu tun und rannte in die Sicherheit von Rams Horn Pond zurück. Seine Leidenschaft war abgekühlt. Die Zeit der Eiszapfen hatte begonnen. Zwei Tage und Nächte lang lag der frostige Dunst über der Mündung. Und keine Macht der Welt konnte ihn vertreiben. Mit dem Schneesturm war eine Schar wilder Schwäne aufgetaucht und ein seltsam pummeliger Vogel, eine Schneeeule. Meile um Meile hatten ihre sanften, geräuschlosen Schwingen sie aus dem eisigen Land des Nordlichts hierher getragen. Zwei Tage lang verließ Tarka sein warmes Lager nicht, bis ihn der Hunger zwang, sich auf Nahrungssuche zu begeben. Eisiges Schweigen lagerte über dem Land. Man hörte kein Gezwitscher von Fink oder Hänfling. Denn jene, die nicht gen Süden gezogen waren, hatten nicht überlebt.
Eines Nachts wurde Taka, weil der Hunger ihn quälte, von einem Bauernhof angezogen. Ruben? Ruben! Was ist? Hast du den Hund gefüttert? Der Geruch der Enten bereitete Taka Qualen. Ihm lief das Wasser im Maul zusammen und sein Herz pochte schneller. Sei endlich ruhig! Hey, Ruben! Komm schnell her! Schnell! Schnell! Dich alten Räuber kriege ich! Belästigt unsere Enten nicht mehr. Komm rein. Taka hatte den Schreck vom Bauernhof vergessen. Seine Pfote war geheilt. Nun verließ er Ramshorn Pond und trat seine Frühjahrsreise an. Er ließ die Flussmündung hinter sich und wanderte auf den bekannten Pfaden seiner früheren Reise zurück. Tagsüber schlief er in irgendeinem Bau an Flussufern und Sümpfen. Nachts suchte er sich Nahrung. Es war eine vergnügte Reise, die Taka den von Schneewasser angeschwollenen Fluss hinaufmachte. Der Instinkt trieb Taka zu der Stelle, an der jeder flussabwärts ziehende Otter Halt gemacht hatte. Er folgte der Fährte der Otter den Torridge hinauf, bis dahin, wo er zum Oakmont wurde, der von Dartmoor herunterfloss.
Der Bussard konnte von hoch oben sehen, wo beide Flüsse ihren Anfang nahmen. Tarka war dem Torridge bis zu dessen Quelle gefolgt. Zum ersten Mal in seinem Leben traf Tarka auf Frösche, die ihn verblüfften. Und weiter ging die Reise. Diesmal war der Fluss Thor sein Wasserweg. Plötzlich witterte er am Rande des Tor zu seiner großen Freude, dass Whitetip hier entlang gekommen sein musste. Sein Herz begann schneller zu schlagen und er folgte dem Weg, den sie genommen hatte. Das Flüsschen verließ das Moor und wurde zu einem richtigen Fluss mit Brücken, Bächen, Inseln, Wehren und Mühlen. Nun wurde die Natur wieder durch die Sonne verwandelt. Das Gras begann saftig zu werden. Vögel und Blumen, Bäume und Schmetterlinge erwachten aufs Neue. So kam, wie jedes Jahr im Frühling, das Leben auf die Erde zurück. Und Tarka verspürte den Drang, sich ein Weibchen zu suchen. Während seines fröhlichen Wasserlebens hatte Tarka viele Freunde, mit denen er spielte und die er wieder vergaß. Stöckchen, Steine und einmal sogar eine leere Dose. Wie alle Otter liebte Tarka jeden heruntersprudelnden Wasserstrahl. Es war ein Riesenvergnügen, sich beseligt in dem Strahl zu rollen und ihn zu fangen. Whitetip. Vor einigen Stunden war ihr Männchen von Jagdhunden getötet worden. Tarka hörte Whitetips Ruf und pfiff vor Entzücken. Die beiden Otter spielten und spielten. Sie tollten herum. Und die Freude, sich wiedergefunden zu haben, nahm kein Ende. Thank you.
Der Frühling wechselte über in den Sommer. Aber Otter kennen nur Tag und Nacht, Sonne und Mond. Die beiden zogen den Tor entlang, flussabwärts bis zur Mündung, wo sich die zwei Flüsse treffen, um in den Atlantik zu strömen. Whitetip kannte sich gut aus in diesen Gewässern. Sie führte Tarka zu dem Bau zurück, in dem sie geboren wurde. Während Whitetip auf die Geburt ihrer Jungen wartete, kehrte Tarka ebenfalls an seinen Geburtsort zurück, den Eulenbau. Die jungen Eulen waren empört. Sie starrten Tarka genauso an wie Eldritch Tarkas Mutter vor seiner Geburt. Der Gesang des Weidenlaubsängers ertönte, als Whitetip ihre eben geborenen Jungen säugte. Manchmal kam Tarka zu Whitetips Bau, um sie zu besuchen. Dann verließ sie ihre Jungen, um mit Tarka zu spielen und herumzutoben.
Doch es konnte auch geschehen, dass White Tip allein sein wollte und Tarkas Ruf nicht beachtete. Nock musste hart arbeiten. Er hatte zwei Junge zu füttern. Er jedoch hielt sie für alt genug, um selber fischen zu gehen. Aber als guter Vater machte er sich wieder auf. Doch an seinem Stammplatz stand ein anderer Reiher, der es auf seine Fische abgesehen hatte. Old Nock spreizte sich förmlich, so zufrieden war er mit sich. Wenn die jungen Eulen es zuließen, schlief Tarka und träumte von einer Reise mit White Tip zu einem fernen Meer, wo Otter niemals Hunger litten und nie gejagt wurden. Wie die Farben der Libellen am Fluss waren die Uniformen der Otterjäger. In blitzendem Blau, Rot und Gold. Hey, Moment mal, Harry, komm ein bisschen näher ran. Wir sollten näher beieinander stehen, Gentlemen. Sie, Sir, da hinten, würden Sie bitte etwas vortreten? So? Ja, gut, Jojo. Danke, das ist richtig. Und die Herren da hinten sind so nett und gehen bitte aus dem Für das Land der zwei Flüsse war das erste Treffen der Otterjagdsaison ein großes gesellschaftliches Ereignis. Danke sehr. Also dann. Hör mal, mein Junge, du musst da weg. Geh bitte aus dem Bild. Geh schon weg, Junge, geh aus dem Bild. Also dann, Gentlemen, würden Sie sich jetzt nicht bewegen? Das war's. Erledigt. Danke vielmals, Gentlemen. Danke sehr. Wir danken Ihnen. Ich hoffe, es wird ein gelungenes. Also dann bis später. Ja, ist gut, Master. Sehr liebenswürdig, dass wir uns wieder hier treffen durften, Hibbert, und schönen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Gern geschehen, Master. Ich freue mich, Sie zu sehen. Haben Sie Berichte bekommen, ob Otter in den Flüssen sind?
Mein Flussjäger sagte, dass er Anzeichen von Otter gesehen hat an der Kanalbrücke, wo sie im vergangenen Jahr was entdeckt hatten. Ja, stimmt, ich weiß noch. Klingt vielversprechend. Nun, ich hoffe, Sie haben Glück. Davon bin ich überzeugt. Darf ich Ihnen sagen, wie absolut reizend Sie wieder aussehen? Es ist mir ein großes Vergnügen, Sie zu treffen. Danke sehr. Lucy, wie wär's mit einem Sherry? Nein, danke. Master? Oh, danke, gern. Trinken wir auf einen erfolgreichen Tag. So, kommen Sie! Immer weiter! So, halt! Das reicht! Kommt, Jungs, raus mit euch! Raus mit euch! Nicht so wild! Ah, brav so! Da kommt, Jungs, hier rüber! Hier lang! So, alles hierher! Los, kommt mit, Jungs! Oh, jetzt beruhigt euch erstmal ein bisschen! Ja, Nimrod, Nimrod! Die Hunde liebten die Jäger, die jeden mit seinen Namen riefen. Komm her, Javi. Hey, bleib hier, Christian. Nette Hunde, Mami. Und dort, abseits und mürrisch, saß Deadlock. Deadlock! Komm her, Deadlock! Komm schon! Können wir aufbrechen, Hubert? Selbstverständlich, Master. Memory! Na, dann geh mal aus dem Weg, Keepsack. Los, geht's komm uns her, gut, Memory. Na, mach schon, Nimrod. Geh aus dem Weg. Also, Tommy, wenn Sie soweit sind, brechen wir auf. Ja, Sir. Kommt los, Jungs! Kommt, Jungs, es geht los. Jetzt fangen wir an. Achtung, Memory. Hierher. Hierher, Memory. Komm hierher. Ein wundervoller Tag für die Jagd, nicht wahr? Oh, ja, sehr. Findel, nicht so wild. Findel, hierbleiben. Hier, Herr Kuh. Hey, komm her, Kuh. Kuh, komm her. Hierher, Kuh. Los, darüber. Den Terrier, bitte. Ich nehme ihn. Danke. Komm schon, Junge. Los, ich hey. Nimrod. So, Betty, rein mit dir. Passiert was. Da muss einer drin sein. Betty macht das schon.
Da das Wasser nicht tief war, hielten sich die Otterjäger an die 4-Minuten-Spielregel. Sie gaben Tarka eine sportliche Chance zu entwischen. Halt, noch hier bleiben. Gebt ihm eine Chance. Am Wehr lief Tarka nicht geradeaus, wie man erwartete, sondern er schwamm in einen Nebenarm, der vom Hauptfluss wegführte. Er überquerte eine Wiese, die in den Wald mündete. Er verließ den Wald, glitt ins Wasser und schwamm den Wassergraben entlang, der zur Mühle führte. Mittagszeit, Herbert! Los ist, John. Du gehst zur anderen Seite. Nach einiger Zeit legte sich der Lärm. Tarka machte sich bequem und schlief ein. Aber er zuckte unruhig im Schlaf.
Wie lange wollen wir Pause machen, bevor wir weiterziehen? Ich würde sagen 20 Minuten, Master. Ja, das scheint mir angemessen. Willst du auch eine? Nein, danke. Einer von euch? Du mich zieh. Er ist weg! Hey, komm her, verflixter Bengel! Jenkins. Ruhig, altes Mädchen, ruhig, Rosi. Was ist denn jetzt los? Weg da, verschwindet ihr Köter, weg da, weg mit euch! Was suchen Sie eigentlich hier? Was ist los? Wir jagen einen Otter. Das ist unbefugtes Betreten, Mister. Es ist möglich, dass eine Jagd auch mal durch eine Farm führt. Nicht, wenn wir mitten beim Melken sind. Tut mir leid, aber ich kann mich jetzt unmöglich mit Ihnen streiten. Wir verlieren unsere Hunde. Ein Otter. Sehen Sie nur, da rennt er. Hol deine Kamera. Da kommt eine ganze Meute. In welche Richtung? Da lang. Hinterher. Ach, verlieren wir die Hunde. Auf. Na dann viel Glück. Tut mir leid, dass wir Sie gestört haben. Tarka rannte zu seinem alten Bau, um dort Zuflucht zu suchen. Er wollte nur eines, in Ruhe gelassen werden und schlafen. Thank you.
Wir müssen eine Kette bilden. Ihr bleibt da drüben und die anderen gehen da lang. Der Otter verschwand. Am Fluss wurde es stiller. Die Jäger gingen langsam stromaufwärts und ließen die Hunde allein arbeiten. Noch einmal wurde der Fluss sorgfältig abgesucht. Nur Tarkas Nasenlöcher und Augen ragten aus dem Wasser heraus. Er machte keine Bewegung. Hey! Talio! Da drüben, Master, da ist er. Los, hinterher! Beeilt euch! Tarka schwamm, bis er vor sich die Barriere aus eisenbeschlagenen Schuhen und Stöcken sah. Stromaufwärts wurde das Wasser von einer zweiten Menschenkette mit Stöcken durchwühlt. Tarka steckte in der Falle und war am Ende seiner Kräfte. Da ist er! Und während sie schweigend dastanden und auf Deadlock herabblickten, stieg eine Blase aus der Tiefe des Wassers auf und zerplatzte. Und eine zweite Blase bewegte die Oberfläche und platzte. Schließlich erschien noch eine dritte auf dem zum Ozean strömenden Fluss. Dann war Stille. Ah! Ah!
Musik.